Irgendwo da unten ein Brocken des Meteoriten? Bisher sind es nur Splitter, die an dem Loch in diesem See gefunden wurden. Mögliche Reste des Himmelskörpers, der nahe Tscheljabinsk explodiert war. Das Loch ist etwa 6 bis 7 Meter groß. Kleine Eisstückchen wurden über das gesamte Gebiet hier geschleudert. Keine großen Klumpen. Alles ist zersplittert. 80 Kilometer östlich. Aufräumarbeiten in Tscheljabinsk. In der Millionenstadt müssen tausende Fensterscheiben ersetzt werden. Sie hielten der enormen Druckwelle am Freitagmorgen nicht stand. Die Panik in Tscheljabinsk ist vorbei und trotz der vielen leicht Verletzten und der Schäden in Millionenhöhe wissen die Menschen, sie hatten Glück. Sie sind mit dem Schrecken davongekommen. Gerade an diesem Tag war ein ganz anderes Himmelsphänomen erwartet worden. 2012 die A14. Wie vorhergesagt, raste der Asteroid am Abend an der Erde vorbei. So dicht wie nie zuvor ein Himmelskörper in der Geschichte der Astronomie. Gelegenheit zur Beobachtung, die sich statistisch gesehen so nur alle 1200 Jahre bietet. Es ist auch wichtig, wenn man eventuell Maßnahmen ergreifen will, um so einen Asteroiden abzulenken, der eventuell die Erde treffen könnte. Der nächste größere, der uns nahe kommt, wird für 2029 erwartet. Doch Gefahr gehe von ihm nicht aus, versichern Astronomen.